Herr Tonnis, Sie sind seit dem 1. Juni 2015 Managing Director der IMC Schweiz. Was sind in dieser Zeit Ihre wichtigsten und schwierigsten Entscheidungen in Ihrer neuen Funktion gewesen? Ich denke mir, die wichtigste Entscheidung war sicherlich die ganze Analyse zu fahren, was unsere Kunden wirklich bewegt, was sind die wichtigen Dinge, worauf müssen wir uns konzentrieren. Und dann natürlich auch die Anpassung der eigentlichen Organisation, der IMC Schweiz, auf diese Bedürfnisse zu richten. In diesem Jahr prägt vor allem der Begriff Digitalisierung die Geschäftswelt. Was bedeutet dieser Begriff konkret für das Geschäft der IMC? Nun, es ist so, es gibt zwei verschiedene Kunden. Es gibt, ich sage mal, die traditionell gelagerten Kunden, also die, die ein nicht digitales Geschäft vorantreiben. Und es gibt jetzt die neuen Kunden, diese offerieren in ihren Märkten sehr, sehr digital. Und ich denke, da ist eine Ungleichheit, weil wenn man investieren will als traditioneller alter Kunde, sagen wir mal so, dann haben sie natürlich wesentlich mehr zu investieren, weil sie fangen eigentlich von null an, aber sie müssen sich trotzdem noch auf ihr traditionelles Geschäft fokussieren. Die neuen Kunden in der neuen digitalisierten Welt, die bauen alles von sich aus schon sehr, sehr digital auf, was das Ganze natürlich einfacher macht. Da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Wie gehe ich auf den Markt zu? Wie maßgeschneidert sind die Dienstleistungen oder Produkte, die ich da offeriere? Aber ich denke mir, dass diese Digitalisierung einfach von niemandem Halt macht und dass das etwas sehr, sehr Wichtiges ist, auch als angestammtes Unternehmen, sich diesem hinzugeben. In den Medien ist die Digitalisierung als Modebegriff etabliert. Wenn man die Strategien von Unternehmen beurteilt nach der Zukunftsfähigkeit, zum Beispiel der Agilität der IT, der Personalisierung von Services, der Transparenz und Interaktion mit Kunden, scheint der Weg noch sehr weit zu sein. Wie fit sind die Schweizer Unternehmen im internationalen Vergleich? Nun, die EMC hat in Zusammenarbeit mit einem Umfrageunternehmen eine Umfrage gestartet, wo auch sehr viele Schweizer, 200 an der Zahl, mitgemacht haben. Witzigerweise haben sich die Schweizer Unternehmen eher pessimistisch dazu geäußert. Das heißt, sie denken, dass die Schweiz nicht ganz so fit ist für diese Digitalisierung. Ich selbst habe allerdings ein anderes Bild von der Schweiz. Sind wir doch ein sehr, sehr innovatives Land, gehören wir zu den innovativsten Ländern dieser Erde. So sehe ich das ein bisschen differenziert. Was ich dazu sagen muss, ist, dass natürlich diese Digitalisierung ein Wandel ist, von dem niemand die Augen verschließen kann, wo es sehr schnell für die Standardisierung neue Konzepte gibt und wir auch in der Schweiz sehr, sehr stark auch mit Reglementarien und Gesetzen umgehen, wo ich persönlich der Meinung bin, dass es mit der Zeit dann auch eine gewisse Anpassung dieser Regulation geben muss, weil ansonsten geht diese Innovativität, für die wir bekannt sind, einfach verloren. Durch das Internet der Dinge beginnt eine neue Dimension der Kommunikation und Interaktion zwischen Gegenständen, aber auch zwischen Menschen und Gegenständen. Wie wird das unser Bedürfnis nach Sicherheit und auch unsere Stellung in der Kommunikationskette beeinflussen? Nun, im Zeitalter der Digitalisierung ist die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine oder beziehungsweise zwischen Maschine und Maschine ganz normal, aber ich bin immer noch Vater von zwei Kindern und habe persönlich die Meinung, dass keine Maschine meinen Job in dieser Familie aufnehmen kann. Trotzdem ist es natürlich so, dass persönliche Daten immer sehr stark wachsen werden und gerade so diese Digital Natives, also Jugendliche oder Kinder, die heutzutage aufwachsen, gehen mit diesem Thema ganz, ganz anders um. Haben wir noch Gesetze und Regulatoren, die gewisse Dinge verbieten oder untersagen, so ist es so, dass bereits zum Beispiel in Amerika gibt es zwei Startup-Unternehmen, wo Sie als Privatperson entscheiden können, für wie viel Geld Sie Ihre privaten Daten anbieten wollen. Das zeigt einfach so ein bisschen den Weg dahin, dass man mit konventionellen, heute gültigen Gesetzen einfach nicht mehr weit kommt. Und ich denke mir, dass da eine Anpassung gemacht werden muss. Trotzdem muss man auch dazu sagen, dass die Schweizer generell natürlich sehr, sehr ein hohes Maß an Sicherheit wollen. Und ich glaube einfach, dass wir auch auf der einen Seite sehr positiv ist, auf der anderen Seite kann es auch ein bisschen Hemmschuh sein. Nebst dem Speichergeschäft entwickelt IMC vermehrt Lösungen für Cloud Computing, Analyse großer Datenmengen, Stichwort Big Data, und hat mit Pivotal einen interessanten Börsenkandidaten im Portfolio. Welches Gewicht werden die verschiedenen Sparten von IMC in naher Zukunft haben? Wo sehen Sie das größte Wachstumspotenzial? Nun, die Pivotal ist natürlich eine wirkliche Perle in unserem Sortiment, gilt sie in der Zwischenzeit fast schon als de facto Standard für sehr cloud-affine Endkunden.
Des Weiteren sehe ich aber, dass das Speichergeschäft langfristig wird sicherlich zurückgehen. Das ist das klassische Speichergeschäft. Die Hardware-Preise sehen wir jetzt schon, die fliegen in die Keller, was auch ganz normal ist mit dem Fortschritt der Technologie. Trotzdem darf man diesen Schritt nicht vergessen, weil unsere Informationen müssen irgendwo gespeichert werden und irgendwo abgelegt und archiviert werden. Und da bieten wir sehr, sehr gute, zukunftsträchtige Technologien an. Auf der anderen Seite denke ich mir einfach, dass dieses ganze Zusammenspiel zwischen Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, diese ganzen Mixturen doch sehr, sehr technologisch unterwegs sind. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte ist, dass, was ich jetzt sehr stark höre, auch von unseren Kunden, ist, dass sie nicht mehr in der Lage sind, selber Systeme zu ingenieren. Das heißt, hier kommt dann dieser Begriff Hyperconverged sehr, sehr stark raus, also vorgefertigte, voringenierte Systeme, die vom Storage bis rauf zur Virtualisierungsebene eigentlich alles anbieten. Das sind alles Dinge, wo wir sehr, sehr schnell und mit einem sehr großen Maß an Qualität auch liefern können, und wir sehen da dieses Zukunftsgeschäft. Die zunehmende Informationsflut macht die Analyse nicht einfacher. Big Data und deren intelligente Verwertung könnte eines der ganz großen Geschäftsfelder der Zukunft sein. Welche konkreten Projekte zeigen hier heute schon vielversprechende Ansätze, die unser Leben bereichern? Und ich denke, eines der eindrücklichsten Beispiele in der Schweiz aus letzter Vergangenheit ist sicherlich die Street Parade im Zusammenhang mit den ganzen Verkehrsregeln. Sie müssen sich vorstellen, man hat an der Street Parade sehr viele Knotenpunkte genommen, analysiert, die Daten davon analysiert, um sicher zu sein, dass wenn es zu einer Panik käme, dass da nichts passieren kann, damit man auch genügend Ausweichplätze hat, als Beispiel. Aber ich denke mir, im Verkehr allgemein gibt es diverse solcher Beispiele. Ich finde, eins der schönsten Beispiele kommt aus dem Gesundheitssektor. Stellt sich vor, Ihre Krankenkasse hat sehr viele Informationen von Ihnen, nimmt noch sehr viele neue digitalisierte Informationen mit dazu und analysiert die und gibt Ihnen auf Sie persönliche zugeschneiderte Gesundheitstipps, wie Sie länger und günstiger leben können, und passt somit dann natürlich auch Ihre Prämie an. Oder ein ganz eindrückliches Beispiel kommt ebenfalls aus dem Gesundheitssektor, wo bei der Behandlung von Erbkrankheiten die Analyse dieser DNA-Strukturen verschiedener Menschen normalerweise rund etwa um die 20 Stunden gedauert hat, und mit einer Lösung von uns konnten wir diese 20 Stunden auf 20 Minuten runterdrücken, was natürlich ein erheblicher Vorteil ist und somit auch die Medizin, die da gebraucht wird, entsprechend auch anpassen kann. Ein sehr, sehr fortschrittlicher Gedanke, und ich denke mir, das sind die Beispiele, wie es weitergehen könnte. Beim Thema Cloud Computing haben Sicherheitsaffären wie diejenige um die NSA vor allem bei Unternehmen die Euphorie gebremst. Welche Chancen eröffnet das zum Beispiel Schweizer Unternehmen, sich hier als sichere Anbieter im internationalen Wettbewerb zu positionieren, und welche Entwicklungen können das Cloud-Thema auch für KMU interessant machen? Nun, da kommt natürlich auch wieder der Schweizer hervor, der sagt, ich möchte meine Daten bitteschön in der Schweiz gehostet haben, sie sollen die Schweiz nicht verlassen. Dazu kommen Regulatoren, ich nehme jetzt ein Beispiel wie die FINMA-Regulation vom Finanzumfeld. Ich denke aber, dass die Cloud nicht mehr wegzudenken ist. Ich bin der Meinung, dass Schweizer Anbieter eine sehr große Chance daraus spüren. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass das Internet halt eben keine Landesgrenzen kennt. Und somit wird es sehr, sehr schwierig sein, da gesamtumfassende schweizspezifische Lösungen zu bauen. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist für den Kunden, sich Gedanken zu machen, welche Daten können auch die Schweizer Grenzen verlassen? Welche Daten kann ich außer Haus geben in einen Public Cloud Vendor? Und welche Daten kann ich intern oder muss ich intern in meinem Haus, in meinem Data Center selber hosten? Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass auf der einen Seite die Kommunikation dieser verschiedenen Cloud-Lösungen miteinander funktioniert, und da gibt es sehr gute Technologien. Auf der anderen Seite ist nicht zu verachten, dass man die Dekommissionierung, das heißt, wenn ich also Daten wieder aus der Cloud rausnehmen will, dass das auch wirklich gewährleistet ist. Im Grundsatz muss ich sagen, dass auch da wiederum die Schweizer Wirtschaft und der Schweizer Gesetzgeber sehr stark gefordert ist, weil ich denke mir, dass die eine oder andere Regulation über die Zeit der Dinge, ja, es nagt daran, und ich glaube, dass man da gewissermaßen ein bisschen was tun sollte, wo ich auch davon überzeugt bin, dass es auch kommen wird. Herr Tonius, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen.